Liebe Schwestern und Brüder, die Bibelwissenschaftler sagen uns, dass uns Paulus hier in diesem Stück aus dem Endteil des ersten Timotheusbriefes ein liturgisch geformtes Stück, geradezu ein Formular überliefert, mit dem der Amtsträger in sein Amt eingeführt wurde. Ich gebiete dir bei Gott, von dem alles Leben kommt, und bei Christus Jesus, der das gute Zeugnis abgelegt hat, erfülle deinen Auftrag rein und ohne Tadel. Wenn wir dieses Wort heute hören, wissen wir, dass es sicher nicht nur für Amtsträger gilt, sondern es ist die Aufforderung, mit unserem ganzen Leben immer im Modus, in der Verhaltensweise des Bekenntnisses zu sein, weil wir auf Jesus Christus nicht nur getauft, sondern auf ihn verpflichtet sind. So wie er das gute Bekenntnis abgelegt hat für das Königtum und die Herrschaft Gottes, sollen auch wir das tun. Und zwar bis in die Kleinigkeiten unseres Lebens hinein. Gestern hat uns der erste Timotheusbrief zwei Stichworte gegeben: Frömmigkeit und Genügsamkeit. Man kann es gar nicht klein genug in unseren Alltag hineinbuchstabieren, was Bekenntnis ist. Wie wir leben, wie wir uns ernähren, wie wir uns kleiden, alles das spielt mit hinein in die Frage des Bekenntnisses. Darauf sind wir verpflichtet. Alles das ist eben nicht gleichgültig, wie wir manchmal denken, nur Äußeres, sondern hat mit dem Bekenntnis zu tun. Ein Bekenntnis, das uns, wie Jesus heute im Evangelium sagt, durch Ausdauer gute Frucht bringen lässt.